Hallo und herzlich willkommen zu den GL Tech News. Die zweite Ausgabe in diesem Jahr, Mai 2017. Ganz herzlich willkommen. Am vergangenen Dienstag haben wir ein Webinar gehabt mit dem streamingmedia.com-Magazin, dem Branchenmagazin unserer Branche, dem Branchenmagazin unserer Branche, und haben dort ein Webinar gemacht. Darin geht es um uh, the best ways to reduce latency. Latency by Streaming, das ist im Prinzip die Verzögerung zwischen dem, wo das Signal reinkommt, und dem, wo es hinten rauskommt. Das heißt, man spricht auch von Glass-to-Glass-Latency. Das Glas des Objektivs, was an der Kamera das Signal aufnimmt, das Glas hinten auf dem Device, mit dem ich den Stream ähm, wiedergebe. Dazwischen ist eine Distanz in Sekunden oder Millisekunden gemessen und das ist die sogenannte Latenz. Die möchte ich möglichst kurz halten, um halt möglichst nah am Geschehen dran zu sein. Ähm, je näher ich dran komme, desto besser kann ich Streams auch nutzen, um interaktiv zu arbeiten, um praktisch bidirektional eine Kommunikation aufzubauen, weil ich vielleicht einen Videochat habe oder zumindest irgendwelche Metadaten mit reinzugeben, die das Ganze interaktiver gestalten. Latenz will man runterbekommen. Unangenehm ist es für vor allen Dingen bei großen Sportereignissen, wenn ich auf einem herkömmlichen Fernsehkanal wie zum Beispiel DVB-T oder Satellit ein Tor schon höre, bevor ich es auf meinem Stream irgendwie sehe, weil die Latenz auf dem Stream deutlich höher ist. Das sind Dinge, die möchte man eigentlich nicht haben. Es gibt mittlerweile gute Wege und Mittel, um das zu verhindern und um die Latenzen hier deutlich runterzubekommen. Darüber gab es ein Webinar vergangenen Dienstag. Ähm, zusammen haben wir das gemacht mit den Firmen ähm, Harmonic, Encoder-Hersteller, äh, Nano aus Berlin, die Firma Netinsight, Insight. Das Ganze im Rahmen der streamingmedia.com kann ich nur empfehlen. Man kann das Ganze noch äh, online sich anschauen. Hier ist der Link dazu auf der streamingmedia.com. Ich glaube, wir haben da ganz interessante Dinge erzählt. Dann ist es so, dass wir nächste Woche bin ich auf dem äh, sechsten Focus Media Web Symposium in Berlin. Ähm, freundliche Einladung des Fraunhofer Instituts. Und da habe ich die Möglichkeit, ein bisschen zu sprechen über Dash-Workflow, wie wir Dash im OTT-Bereich äh, ausliefern, wo die konkreten Probleme bei der Praxis sind, was man gut machen kann, was man schlecht machen kann. Da gibt es einen Termin, kann ich nur empfehlen, auch sich das anzuschauen. Fraunhofer Institut in Berlin. Das ist nochmal hier der Link, das Datum 16. bis 17. Mai 2017. Dann ein paar News aus unserer Branche, Dinge, die uns bewegen, die Produkte betreffen, die wir vertreiben oder die wir für unsere Kunden irgendwie benutzen. Das erste ist, äh, Wowza in der Version 4.7. Wowza, die eierlegende Wollmilchsau, das Schweizer Taschenmesser unter den Streaming-Servern, ist in der neuen Version 4.7 vorgestellt worden. Das ist passiert letzte Woche auf der, ähm, oder vor zwei Wochen auf der NAB in Las Vegas. Haben wir uns auch dort vor Ort direkt alles angeschaut. Ähm, ganz viele kleinere Bugfixes, kleinere neue Features, die spannend sind. Sind, auch im Zusammenhang mit dem äh, von Wowza betriebenen CDN. Aber für uns das Spannendste eigentlich ist, dass ähm, Wowza jetzt endlich bei Akamai für den Dash Pass-Through-Ingest qualifiziert ist. Ähm, Akamai legt halt großen Wert darauf, dass die Encoder, mit denen man Signale zu Akamai für die Verteilung zuliefert, qualifiziert sind. Das heißt, die laufen durch einen relativ strengen Prozess, in dem gewährleistet werden soll, dass die Encoder ähm, genau das tun, was für einen sauberen Betrieb notwendig ist. Äh, ist es ist auch notwendig, damit Akamai ähm, Techniker aus dem Support diesen Encoder mit supporten können. Deswegen gibt es einen strengen Qualifikationsprozess. Äh, bei Wowza fehlte bisher noch Dash Pass-Through, das ist jetzt drin. Damit kann man eigentlich sehr gut Wowza benutzen als ein Werkzeug, mit dem man äh, Streams zu Akamai äh, hochlädt. Wir werden demnächst in der nächsten Woche erste Tests damit machen. Das ist gerade noch ganz brandneu und frisch. Sobald wir da Erfahrungsberichte haben, werden wir uns dazu wieder melden, aber erstmal eine erste gute, wichtige Meldung von Vausa. Nächste Meldung, die wir haben, Touchstream, auch ein Partner von uns ähm, mit Produkten, die wir sehr gerne vertreiben und einsetzen. Touchstream monitort äh, Streams, sowohl HLS, Dash, Smoothstream, äh, aber auch Icecast, Shoutcast. Ähm, Touchstream ist gemacht worden, um 24 mal 7 Streams zu monitoren. Das heißt, man hat in erster Linie eine URL, die man einträgt, die wird dauernd gemonitort von verschiedenen Lokationen aus. Es wird genau gemessen, wie verfügbar die ist. Wenn ein Problem auftaucht, dann wird entsprechend ein ähm, Alarm ausgelöst und es werden sehr viele Debug-Informationen mitgeliefert, mit denen man dann bei dem jeweiligen CDN-Betreiber ein Ticket öffnen kann. Vor allen Dingen mit Akamai gibt es eine sehr tiefgreifende ähm, Integration. Das heißt, die ganzen Akamai-Debug-Header, die es erleichtern, ähm, praktisch zu identifizieren, wo das Problem lag, die werden von Touchstream mit erfasst und und können dann weitergereicht werden und dadurch verkürzt sich die Zeit ähm, zur Lösung eines Problems mit AKMI ganz erheblich. Ähm, Touchstream war schon immer to ein tolles Werkzeug, aber war nicht so ideal, um On-Demand-Streams oder Event-Streams damit zu ähm, monitoren, weil ähm, das ganze Webinterface darauf ausgelegt war, dass man die Streams für eine 24x7-Nutzung einträgt. Mit einer neuen Version der API, die Touchstream zur Verfügung stellt, und damit einhergehend an der neuen Version des Webinterfaces. Hat man die Möglichkeit, relativ einfach Events anzulegen, die nur eine begrenzte Zeit laufen oder on-demand-Streams anzugeben, die man monitoren möchte. Und damit kann man eben sehr schön Lösungen in, implementieren, bei denen zum Beispiel dynamisch Streams auf einem Encoder konfiguriert werden, im CDN konfiguriert werden, eine Webseite aufgesetzt wird und eben auch mit Touchstream dann nur für diesen Zeitraum, in dem der Stream wirklich aktiv ist, tatsächlich auch ähm, das Monitoring betrieben wird. Denn sonst würde man ja, sobald der Stream abgeschaltet wird, Alarme bekommen, die müsste man wieder deaktivieren oder ignorieren. Das ist ja natürlich eine unsaubere Lösung. Deswegen schöner jetzt, wie TouchStream das gelöst hat. Ich kann explizit einen Stream als Event Stream monitoren. Dann weiter Neuigkeiten, das meiste davon tatsächlich auch jetzt von der NAB in Las Vegas. Akamai äh, hat die sogenannten Media Services Live. Die, unter den Media Services Live bezeichnet Akamai die Produkte, die sich damit beschäftigen, dass ich von einem Encoder aus an Akamai Streams und Signale übergebe. Akamai die entsprechend aufbereitet zum Beispiel umpakettiert, zum Beispiel ermöglicht, dass man einen Mitschnitt machen kann, ein DVR-Fenster anlegen kann. Alles, was praktisch mit der, mit der Konfektionierung von, von Livestreams zu tun hat, läuft über, der, über die Media Services Live. Die letzte Version waren die Media Services Live 3.2. Neu vorgestellt worden ist jetzt die Version 4. MSL4. Und der große Unterschied ist, dass es sich hier wirklich um eine komplett neue Ingest-Plattform handelt. Stichwort von Akamai ist dort auch Live Origin. Man hat dort eine Infrastruktur geschaffen die hochredundant ist, die ähm, zum Ziel hat, dass der ganze Streaming-OTT-Bereich hier mit einer Qualität wie Fernsehen oder besser als Fernsehen ausgeliefert werden kann. Und ein großer Teil der Energie, die Akamai hier reingesteckt hat, hat damit zu tun, dass Akamai versucht hat, äh, tatsächlich die Plattform so zu bauen, dass kein Frame verloren geht vom Ingest bis hinten zur Ausspielung an den Endbenutzer, dass wenn Störungen auftreten auf Geräten, nicht nur irgendwann eine Redundanz greift, sondern wirklich sofort, dass die Plattform selbst heilend ist. Und das ist äh, ein, ein sehr großer Schritt. Ähm, Akamai hat auch Wert darauf gelegt, dass mit der Plattform die Latenz nicht höher wird, sondern ganz im Gegenteil niedriger wird, sodass wir jetzt zum ersten Mal zuverlässig in einem äh, komplett supporteten ähm, Umfeld hier die Möglichkeit haben, fernsehähnliche Latenzzeiten zu haben. Maßstab ist hier im Grunde genommen... Sagen wir mal, die Übertragung von HD-Fernsehen im Kabelnetz, da sprechen wir von Latenzzeiten je nach Anbieter zwischen 5 und 8 Sekunden. Das ist so das Umfeld, in dem man sich da ungefähr bewegt. Und wir kommen jetzt mit den Media Services Live ähm, im Standardfall auf 8 bis 10 Sekunden. Wir können, haben auch schon Konfigurationen gesehen, bei denen wir runterkommen bis auf 4 Sekunden. Das heißt, wenn also die Quelle des Encoders vor der Distribution über Kabelnetzwerke oder Satellit ist, wir von dort aus an AK mal übergeben mit den Media Services Live, dann haben wir die Möglichkeit tatsächlich genauso schnell wie Fernsehen oder teilweise sogar schneller zu sein als das Fernsehen. Und das ist sehr spannend, vor allem im Hinblick auf ähm, die Fußballweltmeisterschaft nächstes Jahr. Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Wenn man vor der Kamera steht, weiß man es nicht schon gar nicht, wenn man nicht ein wirklich eingefleischter Fußballfan ist. Egal, auf jeden Fall bei großen Sportereignissen werden wir das äh, ganz sicher beobachten können, dass wir die Latenz mit Media Services Live extrem runterbekommen. Zweites, äh, zweiter Punkt, der mitgeliefert wurde mit den Media Services Live, ist ein ausgebauter sogenannter Accelerated Ingest. Ähm, es ist bei Akamai so, die haben ja vor äh, zwei Jahren, April 2015, die Firma Octoshave aufgekauft und haben das dann nach und nach in ihre Produktpalette integriert. Ähm, das ist jetzt hier mit ein Resultat davon, äh, verbunden mit den Bestrebungen, die Akamai ohnehin selber schon vorher getätigt hat. Accelerated Ingest sorgt dafür, dass ich erstens nicht mehr nur per TCP übertrage zwischen äh, Encoder und äh, Entry Point bei Akamai, sondern zusätzlich noch UDP mit reinnehmen kann, ähm, dass ich eine verteilte Übertragung an der Stelle habe. Aber vor allen Dingen wichtig beim Accelerated Ingest ist, dass ich tatsächlich ähm, Telemetriedaten erfasse auf der Encoder-Seite. Bisher war es so, wenn ich ein CDN betreibe oder ein CDN nehme und ich liefere von einem Encoder aus Signale zu, dann habe ich im besten Fall Werte, was bekommt das CDN, was kommt beim CDN an. Aber das CDN hat keinen Zugriff gehabt auf das, was vom Encoder kommt. Das wusste praktisch, war eine andere Datenquelle. Für den OTT-Betreiber, den Inhalteanbieter, bedeutet das, er hat zwei Quellen der Wahrheit. Das eine ist, das CDN sagt, ich habe das bekommen. Der Encoder sagt, ich habe das gesendet. Und dann gibt es halt im Fall einer Störung immer Streitigkeiten, wo ist denn jetzt das Signal irgendwie verloren gegangen, wo ist die Störung lokalisiert genau. Und mit dem Accelerated Ingest von Akamai ist es jetzt so, dass wir ein Stück Software auf dem Encoder oder in der Nähe des Encoders, zum Beispiel auf einer VM äh, vor dem Encoder, aber auf jeden Fall an der gleichen Lokation, wie der Encoder installieren können, die dann mit Akamai spricht. Der Encoder schickt sein Signal nicht mehr direkt an Akamai, sondern an den Accelerated Ingest Knoten vor Ort. Der leitet das Ganze an Akamai weiter und kann dabei Messungen vornehmen und diese Messwerte, die kann Akamai heranziehen, um sie zu visualisieren. Es gibt also im Portal von Akamai mit dem Accelerated Ingest äh, Informationen dazu, wie die Qualität der Zulieferung irgendwie ist und kann reagieren darauf, wenn Störungen äh, auftreten. Kann sie im Rahmen des äh, Broadcast Operations Control Centers, ein weiterer Dienst von Akamai, den es jetzt schon seit letztem Jahr gibt, nutzen, um äh, praktisch ähm, auf, auf einer Support-Ebene direkt darauf zu reagieren und einzugreifen. Und bietet eben die Möglichkeit, hier eine, eine sehr stabilen, einen sehr stabilen Ingest zu realisieren und äh, das, was dort transportiert wird, auch wirklich zu visualisieren und über Reports in, in der GUI anzuzeigen und auch per API verfügbar zu machen. Ähm, nächster punkt der dabei ist ist äh, errorless performance self-healing das heißt die plattform ist so redundant aufgebaut, dass der ausfall einzelner komponenten praktisch sofort durch andere komponenten ersetzt wird. Ähm, da ist sehr viel energie reingesteckt worden. Ähm, die akamai gemacht hat ein großes beispiel war ein großes sportereignis jetzt im märz in den usa, was namentlich nicht genannt werden kann. dabei wurden mehr als 100 millionen streams ausgeliefert, tatsächlich mit einer 100% ingest rate. Successrate. Das heißt, alle Frames, die Encoder versucht haben, zu AKMI hochzuladen, sind auch bei AKMI angekommen. Also eine 100% Verfügbarkeit im Ingest. Ähm, beim Outgoing Streams, bei den Outgoing-Streams hatten wir eine Verfügbarkeit von 99,99 ,99%, Und das auch nur wegen einiger kleiniger Störungen in Endbenutzernetzen. Aber insgesamt eine enorme Steigerung nochmal der Verfügbarkeit. Ähm, und das ist nur das Resultat einer sehr ausgeklügelten Infrastruktur, die eine gute Balance hält zwischen Steigerung der Verfügbarkeit, gleichzeitig aber keine Erhöhung der Latenz, sondern im Gegenteil Reduktion der Latenz. Das wurde von der Branche gut angenommen. Die Media Services Live haben von der NAB äh, den Best-of-Show-Award im Bereich TV tatsächlich bekommen. Also einer von mehreren Empfängern von Awards, die das hier, äh, bekommen haben. Man sieht hier äh, die beiden Produktverantwortlichen, Shawn Michaels und äh, Peter Chafe. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von meiner Seite aus. Ähm, ist aber nicht die einzige Auszeichnung, die sie bekommen haben, sondern die Streaming Media.com, das Branchenmagazin, von dem ich am Anfang gesprochen habe, bei dem wir das Webinar über Latenz hatten, die haben tatsächlich die Media Services Live. und und den Akamai Life Origin als eine von nur sechs Produktvorstellungen auf der NAB mit dem Best of NAB Award ausgezeichnet. Also zwei Awards bei dieser NAB von verschiedenen äh, Organisationen. Das ist schon ähm, ein Zeichen, dass, dass Akamai hier einen guten Nerv getroffen hat. Wir haben das Produkt selber im Einsatz bereit, bereits und können also auch nur äh, empfehlen, sich das anzusehen und das mal zu benutzen. Wir können gerne für Kunden da etwas nähere Einblicke geben, wie das funktioniert und was es damit auf sich hat. Dann haben wir den Akamai, die Akamai Media Acceleration. Das ist ein, ähm, eine Produktreihe, mit der AKMai tatsächlich die Auslieferung vom Netzwerk an die Endbenutzer verbessert. Das ist also eine Verbesserung der Kommunikationsübertragung von AKMai an Endbenutzergeräte. Ähm, äußert sich darin, dass man für Android und iOS-Devices ein SDK bekommt, was man integrieren kann. Ähm, in Google Chrome geht es auch so direkt ähm, im Zusammenhang mit einer Übertragung über äh, Google Quick als Protokoll. Und das ist eine Technologie, mit der man die Möglichkeit hat, auf derselben physikalischen Infrastruktur, über dieselbe Leitung, über dasselbe Netzwerk, eine verstärkte, bessere Qualität hinzubekommen. Das heißt, in einem auch wieder großen Medienevent der letzten Wochen hat Akamai da großartig Messungen vorgenommen und hat Folgendes festgestellt: Mit dem Einsatz der Akamai Media Acceleration gab es 72 Prozent weniger Fehler beim Start des Streams. Es gab 24% weniger Buffering während des Streams, 23% mehr Sichtungen auf HD-Bandbreiten und 25% mehr Sichtungen auf Bandbreiten mit einer Auflösung von 4K. Das heißt, unterm Strich... Eine deutliche Verbesserung äh, der Qualität beim Endbenutzer, ohne dass an der Leitung, an der Verbindung irgendwas sonst gedreht worden wäre, alleine, dass die vorhandene Kapazität besser und effizienter ausgenutzt wird. Und ähm, das Ganze ist auf der Client-Seite relativ einfach zu integrieren, mit wenig Aufwand. Auf der Serverseite noch einfacher, das ist einfach nur ein Konfigurationsswitch, der mit ausgefüllt wird. Und dann kann man profitieren von dieser gesteigerten Qualität. Weiteres Produkt, das wurde nicht auf der NRB vorgestellt, weil es kein Broadcast-Produkt ist, sondern ein Security-Produkt ist. Das ist der Akamai Web Application. Protector. Akamai hat schon seit langem äh, Security-Produkte aus dem Bereich äh, Web Application Firewall, DDoS Protection im Einsatz, ähm, bei denen oft die äh, Einflussmöglichkeiten sehr tief ins Detail gingen, wo ich wirklich Regeln anlegen kann bis ganz hin unten in die tiefsten Details äh, von, von DDoS Protection oder von, von Web Application äh, Firewall Regeln. Ähm, das ist etwas, was oft Kunden überfordert, weil sie für die Aufrechterhaltung der Regeln, für die Aktualisierung der Regeln und die Anpassung der Regeln an aktuelle Bedrohungsszenarien einfach zu viel Know-how und Manpower brauchen. Gerade mittlere und kleinere Firmen haben das nicht unbedingt. Das findet man eher bei, bei größeren Unternehmen. Und deswegen hat Akamai für diesen mittleren Markt den Web Application Protector auf den Markt gebracht. Das ist praktisch eine wartungsfreie Version davon, von, ähm, die dich schützt vor Angriffen, DDoS-Angriffen und Webattacken aus dem Netz, äh, bedeutet, dass halt a hier eine, eine Auswahl trifft an Regeln, die über die meisten Kunden hinweg sinnvoll sind und diese dann aber auch kontinuierlich pflegt und aktualisiert, sodass man sicher sein kann, dass man eben diesen Basisschutz nicht nur zum bestanden Zeitpunkt X hat, sondern auch kontinuierlich aktualisiert und an die aktuelle Bedrohungslage angepasst hat. Weiteres neues Produkt von Akamai, das wir, ich glaube, bei der letzten News-Show schon vorgestellt haben, was wir mittlerweile aber tatsächlich auch im Einsatz und im Test haben: der Akamai äh, Enterprise Application Access, EAA. Ein weiteres Produkt aus der Akamai Enterprise-Rolle ähm, kontrolliert den in eine Firma eingehenden Datenstrom vor allen Dingen von Benutzern, die sich von außen auf Applikationen im Inneren einloggen. Das heißt, wenn ich als Firma zum Beispiel Applikationen habe, die ich nur bei mir im Haus betreibe, sagen wir irgendein bestimmtes Warenwirtschaftssystem oder bei uns ist es oft der Fall, dass wir äh, Encoder bei Kunden betreiben, dann muss man sich von außen als User über irgendeinen Weg ins Firmennetz einwählen. Das passiert in der Regel oft über, über äh, VPN-Netzwerke oder über sonstige Einwahlmechanismen und da ähm, ist ein sehr da steckt ein sehr gehöriger Aufwand dahinter das so zu bekommen dass es sicher ist dass die Benutzerautorisierung zentral gehalten wird dass die Sicherheit eingehalten wird dass wir Ports öffnen müssen in den Firewalls ist die was wir immer wieder sehen ist dass sehr viele verschiedene Abteilungen beteiligt sind daran diese Remote-Einwahl in ein Firmennetz zu realisieren und deswegen auch das etwas träge oft und ähm, birgt halt einige Quellen für äh, Unzufriedenheit bei denen, die sich einwählen müssen und Aufwand bei der Administration des Ganzen. Und Akamai hat mit dem Enterprise Application Access da ein äh, Tool geschaffen ähm, und das ist durch, eine, durch den Aufkauf der Firma Soha Systems mit äh, zu Akamai dazugekommen und ausgebaut worden, mit dem ich sehr gut zentral den Zugriff wechseln kann. Das heißt, wenn wir jetzt also bei so einem Kunden, der so einen Dienst äh, nimmt, uns dann in Zukunft einwählen wollen, dann wählen wir uns nicht mehr per VPN in sein Netzwerk ein, sondern wir gehen auf eine von ihm bereitgestellte Domain, zum Beispiel Zugriff Zugang.kundenserver.xy äh, autorisieren uns dagegen. Das kann im Backend autorisiert werden gegen seine äh, Active Directory Domain oder gegen einen Identity Provider wie Okta. Und danach können wir uns über dieses Interface und über Akamai in seine. Äh, in seine Firma einwählen und können dann dort praktisch Applikationen per Remote Desktop oder per SSH oder per Webinterface fernsteuern, ohne dass er dafür seine Firewall öffnen muss. Sehr spannendes Werkzeug, sehr mächtig und äh, einfach einzurichten. Ähm, auch da, wer es sehen möchte, zeigen wir gerne. Das nächste Produkt, auch nicht von der NAB, sondern auch aus dem Security-Bereich, das ist der Akamai-Bot Manager in der neuen Version 2.0. gab einige Verbesserungen, was die Erkennung von, von Bots anbetrifft und ähm, die äh, weiter fortgeführte ähm, Erzwingung bestimmter der Einhaltung von bestimmten Policies. Das heißt, man kann dort Policies machen, mit denen halt geregelt wird, was passiert, wenn Bots erkannt werden, die auf eine Webseite gehen. Und ähm, man kann jetzt besser steuern, was passiert, wenn so ein Bot erkannt wird. Das ganze basiert auf Technologien, die Akamai durch eine weitere Akquise gewonnen hat, nämlich die Firma Cyberfend, die in diesem Bereich Bot Management sehr aktiv war. Akamai vor kurzem aufgekauft, diese Produkte integriert oder diese Technologien integriert und das Ergebnis unter anderem ist jetzt der Akamai Bot Manager 2.0. Dann kommen wir zu den Produkten, die noch nicht wirklich verfügbar sind, sondern die aktuell in der Beta sind. Das eine ist der Akamai Enterprise Threat Protector, ähm, auch wieder ein Produkt aus der stark wachsenden Enterprise-Reihe, die Akamai aufbaut, äh, die wir sehr spannend finden. Ähm, der Enterprise Threat Protector ist im Wesentlichen ein ähm, in der Cloud laufender rekursiver DNS. Das bedeutet, den kann ich als Firma einsetzen wenn ich mich ähm, davor schützen möchte, dass ich, dass meine äh, Virenscanner Scanner, oder sonstigen Security Produkte, die ich im Haus habe, äh, bestimmte Attacken oder bestimmte Bedrohungen nicht abgefangen haben und am Schluss irgendeiner einer meiner Mitarbeiter auf einen Link klickt oder in einer E-Mail auf irgendein Attachment oder sowas klickt, was auf einen externen Dienst verweist und der Threat Protector schaltet sich sozusagen dazwischen, weil er den ausgehenden äh, Verkehr äh, DNS-mäßig abfängt und prüft, ob das Ziel, was ich gerade hier irgendwie ab angegeben habe, ob dieses Ziel äh, sauber ist oder nicht sauber ist. Das ist praktisch noch mal wie so eine letzte Verteidigungsschicht, ähm, die, die praktisch an meiner sonstigen Firewall oder meinen sonstigen Security Regeln vorbei noch mal regeln kann. Wenn am Schluss ein Mitarbeiter einer Firma auf diesen Hostnamen geht, ist das dann gewünscht? Ist das nicht erwünscht? Soll ich das erlauben? Soll ich das nicht erlauben? Ähm, das ist gerade in Beta. Und soll im Laufe des Sommers äh, veröffentlicht werden, zum Zugriff gegeben werden und ist ein Schutz vor Phishing, Malware, äh, Extraktion von Daten, äh, letztlich ein rekursiver DNS in der Cloud. Ebenfalls in Beta ist der Akamai Branch Accelerator, äh, weiteres Enterprise-Produkt, bedeutet, äh, Branches, also praktisch Fernbüros, wie soll man sagen, äh, wie sagt man, was ist das deutsche Wort für Branches? Eine Filiale. Genau für Filialen von großen Firmen, die am öffentlichen Internet angebunden sind, ist oft die Bandbreite, mit der sie angeboten sind, nicht so ausreichend, dass alles gemacht werden kann, was die Benutzer dort vor Ort machen können. Das auf die Maximalbelastung auszubauen, ist wie immer äh, relativ teuer, weil man entsprechend Kapazität einkaufen muss. Der Akamai Branch Accelerator sorgt dafür, dass praktisch ähm, dort vor Ort oder kurz davor Akamai-Technologie eingesetzt wird, um den eingehenden Verkehr hinsichtlich der Protokolle zu optimieren, möglicherweise noch ein Caching dazwischen zu schalten, sodass eben die Sachen aufgesplittet werden können, nicht mehr alle parallel über eine Leitung gehen, sondern eben Inhalte, die über Akamai ausgeliefert werden, dort vor Ort zwischengespeichert werden, sodass man das dann im Netzwerk irgendwie intern verteilen kann. Der Branch Accelerator wird auch äh, im Laufe des Sommers nach unserer Information kommen. Sobald es dazu halt so konkretere Dinge gibt, melden wir uns. Das war es schon für heute. Das war die letzte Folie. Schnelldurchlauf, diesmal etwas zügiger als beim letzten Mal. Freue mich, dass Sie dabei waren, freue mich, dass ihr dabei wart und äh, wir werden uns demnächst melden mit Neuigkeiten. Alles klar, vielen Dank und noch einen schönen Tag.